Hi, schön, dass du da bist. Wir schauen uns heute Virus Total an und warum du Virus Total auf jeden Fall kennen solltest. Ganz kurz zusammengefasst, Virus Total ist ein Platz, der mehrere Virenscanner vereint. Du kannst da eine Datei hochladen, wo du dir nicht sicher bist, ob es ein Virus ist oder nicht. Und danach wird diese Datei von mehreren Virenscannern eben gescannt. Cybersecurity. Be part of IT. Das machst du am besten, wenn du dir nicht sicher bist, ob die Datei ein Virus ist. Ich demonstriere das Ganze mal. Und zwar klickst du hier auf Choose File. Also gibst virustotal.com natürlich erstmal ein. Kommst du auf die Webseite, klickst hier auf Choose File. Gehst hier auf deinen Desktop oder wo die Datei liegt, wählst die aus und klickst auf Öffnen. Dann wird der Hash kurz gecheckt. Und wenn die Datei schon gescannt wurde, dann erhältst du relativ schnell ein Ergebnis. Wenn nicht, dann musst du ein bisschen warten, aber das ist ja kein Problem. Und wir sehen jetzt hier einen Haufen Virenscanner. Wir sehen hier AdAware und Avast, Avira, auch die Bekannten sind dabei. Also hier sind unbekannte und bekannte Virenscanner dabei. Und wir sehen jetzt hier, diese Datei ist eindeutig ein Virus. Wir sehen hier oben die Größe. Wann es zuletzt gescannt wurde oder wann es zum ersten Mal gescannt wurde. Und den Hash natürlich auch. An dem Hash kann immer ein Virus identifiziert werden. Das ist sozusagen der Name vom Virus. Genau, hier siehst du immer, wie die ganzen Virenscanner den Virus genannt haben. Also es ist eindeutig ein Trojaner, denn jeder nennt ihn Trojan. Und ja, das ist eben schlecht, wenn du sowas auf deinem PC hast. Das solltest du auf jeden Fall löschen. Und wenn dein Virenscanner sowas nicht erkannt hat, dann solltest du dir einen neuen Virenscanner besorgen. Wichtig ist hier, dass es auch Dateien gibt, wo eben nur zwei Virenscanner anschlagen. Bei zwei Virenscannern kann das ein False Positive sein, also ein Fehlalarm. Das heißt dann nicht unbedingt, dass es ein Virenscanner ist. Man sieht hier Acronis zum Beispiel. Das finde ich lustig, hat es nicht erkannt, aber Acronis ist auch kein wirklicher Virenscanner, sondern eher ein Backup-Programm. Und ja, eben hier noch ein paar andere. Also solltest du echt aufpassen und die hier wahrscheinlich eher weniger verwenden. Also verwend, wie ich dir immer empfehle, Big Player, Avast, Avira, Bitdefender und so weiter. Norton. Genau. Das wollte ich dir nur mal zeigen. Hier Details. Hier siehst du nochmal die ganzen Hashes in andere Formate. Was es für ein Dateityp ist. Es ist jetzt eine Windows-Datei, Win32.exe. Und eben noch andere Informationen. Wann es erstellt wurde, die Datei. Wann es zum ersten Mal in freier Wildbahn gesehen wurde. 2020 ist also ein relativ neuer Virus. Welche Dateien er noch runterlädt und so weiter oder verwendet. Das steht hier immer alles in dem kleinen i, wenn man sich nicht sicher ist. Genau wie es heißt, Stub, zum Beispiel Stub ist immer ein Virus, wenn, also das ist zu 90% ein Virus, wenn eine Datei Stub heißt. Ja, hier kannst du eben noch weitere Details anschauen, die sind jetzt aber nur für Experten, sage ich mal. Behavior ist auch noch immer ganz interessant, man sieht hier, welche Dateien geöffnet wurden, welche Dateien beschrieben wurden, welche Dateien gelöscht wurden. Welche Registry Keys gesetzt wurden und vieles mehr. Also hier, welche Shell Commands eingegeben wurden. Also das ist echt ein mächtiges Tool und darum solltest du es auf jeden Fall kennen und auch verwenden, wenn du dir nicht sicher bist. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Datei von einer Person bekommst, der du vielleicht nicht vertraust oder nicht sicher bist, ob du vertrauen kannst, dann schick diese Datei Richtung Virus Total, also lad die da hoch. Und überprüf die, wenn dein Virenscanner nicht ausschlägt. Denn ich sag dir ganz ehrlich, nicht jeder Virenscanner erkennt jeden Virus. Haben wir ja hier unten gesehen. Wenn hier jetzt 10 Virenscanner anschlagen und deiner zufällig nicht, dann bist du auf Virus Total eben auf der sicheren Seite und weißt ganz genau, ah ja, das ist ein Virus, aber mein Virenscanner hat hier leider gerade einen Fehler gemacht. Wenn dir dieses Prinzip gefällt, dass mehrere Virenscanner auf einmal scannen. Dazu gibt es nämlich auch eine Firma, die hat einen Virenscanner erstellt namens Tabidus. Link kommt übers Video. Diese Firma hat es eben geschafft, 3 Virenscanner gleichzeitig auf einem PC laufen zu bekommen, ohne dass sie sich gegenseitig stören.
Das ist eben nämlich der Punkt. So viele Virenscanner stören sich im Normalfall. Das ist echt ein cooles Prinzip, auch sehr sinnvoll. Das wird hier eben auch angewendet. Und ja, halt die Seite auf jeden Fall im Hinterkopf. Verwend sie, wenn du dir unsicher bist. Und ich hoffe, ich konnte dir mal wieder was Cooles zeigen, was Nützliches. Wenn dir das Video gefallen hat, lass doch ein Like da. Wenn du auf IT-Sicherheit stehst und IT generell, abonniere den Channel. Und ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Video und Peace.